Einen wunderschönen guten Abend. Und da ist ja wieder der magische Hall im Hintergrund. Und ich würde an der Stelle mal Patrick dann doch bitten, sich einmal kurz stumm zu schalten. Einen wunderschönen guten Abend. Oder so. Alles klar, kein Problem. Ja, da sind wir. Jetzt bin ich komplett raus aus dem Kontext. Willkommen zurück zu Gran Turismo Sport. Willkommen zum Community Cup am 26. Mai 2020. Es ist Dienstagabend. Pünktlich wie die Maurer sind wir hier am Start. Und heute geht es mit GT3-Fahrzeugen auf den Red Bull Ring in Spielberg, Austria. Und in wenigen Minuten starten wir dann in die 10-minütige Qualifikation. Und gefolgt von einem bestimmt sehr spannenden Rennen. Der Red Bull Ring ist immer für Spannung zu haben. Und da ein Rennen sich alleine sehr, sehr einsam fahren würde, erstmal einen dicken Gruß in Richtung Discord. Hallo zusammen. Hallo. Guten Abend. Hallo. So. Wir haben heute auch eine ziemlich volle Lobby, wenn denn alle erscheinen, die da sind. Und parallel zur Cockpit-Sicht streamt heute der gute Sascha alias UnbadBeatable dann auch wieder auf Twitch. Und ich hatte schon mal angekündigt, heute gab es noch mal ein paar technische Schwierigkeiten, aber ab nächster Woche dann vielleicht auch parallel hier auf dem Kanal, dass ihr euch dann quasi auch direkt bei Kotzender Eisbär TV sowohl die Cockpit- als auch die Kommentatoren-Sicht parallel angucken könnt. Genau, wenn es um den Unterhaltungsfaktor geht, schaut mal bei UnbadBeatable auf Twitch vorbei. Wirklich sehr, sehr sympathisch und ist gerade jeden Dienstag bei uns hier bei unserem Community Cup mit dabei und in diesem Stream ein bisschen ruhiger, ein bisschen konzentrierter und bestimmt wahnsinnig erfolgreich. So. Wann geht's denn los, Dennis? Jetzt. Ist der Hammer, oder? Als hätte ich's gerochen. So, Asmodeus ist auf Twitch mit dabei, Luca schaut auf YouTube rein, die Tribüne füllt sich, hallo zusammen. Und ihr seid pünktlich da zum Start des Qualifyings. Einmal beitreten bitten und Rock'n'Roll. Minuten Qualifying ist man gar nicht mehr gewöhnt, ne? Nach Nations Cup und Manufacturing. Oh, jetzt habe ich Frank die langsame Kröte vor mir. Ich lasse die mal ein bisschen vor, ne? Das halte ich dich wieder nur künstlich auf. Solange du hinter mir bist? Ja, eben. Ich wäre ja sonst eben an dir vorbeigezogen, wenn ich nicht gebremst hätte. Meinst du? Die Gerade ist ja nicht unbedingt die Stärke des M6, ne? Warte. Junior denn endlich meine eigene Playstation gekauft, Frank? Nee, noch nicht. Dann brauche ich auch einen zweiten Account hier. Ja gut, zweites PS Plus, zweiten Fernseher, aber komm, du hast es doch. Genau. Ach komm. Das kostet die Welt. Kein Problem. Im Moment kriegen wir das noch ganz gut hin. Oh, da fliegen die Hütchen. Das war ein mutwilliger Angriff. Oh Frank, das will, für das habe ich dich vorgelassen, wirklich. Keine Ahnung, wenn ich so spät bremsen muss, was habe ich mit diesem Auto getan? Beim nächsten Mal.
Ja, warte nicht, Hupe. Was? Was? Ist total bekloppt durch das Tuning irgendwie, was ich hier drauf habe. Kann ich mich an den meinen Bremspunkten nicht mehr orientieren? Das haut überhaupt nicht hin. Gar nicht. Ach komm. Hä? Jetzt zieh ich sie weg. Ach Gott, ist das ein Mist, ey. Ah. Wie ist das? Ich muss jetzt die Zeitstrafe mitschleppen? Hä? Das müssen wir jetzt mal erklären. Warum kann ich die Zeitstrafe nicht abbauen? Weil vorher über die Ziellinie gefahren ist. Seit wann ist das denn? Schon immer. Schmarrn. Das sind 10 Minuten, ey. Vielleicht kriege ich aber diese eine Runde. Bei mir läuft gar keine Uhr. Ist das normal? Ja, du hast wieder eine Zeitschrift. Das ist also QF. Nee, unten links in der Ecke? Ach, unten links? Ja, wir fahren das. Wir fahren das Festival. Ich hoffe, das war keine schnelle Runde. Konzentration hier. Zehn Minuten zu öffnen. Axel ist gar nicht hier bei uns, ne? Oder? Doch. Doch. Mensch, Axel, sag was. Ich hoffe, das war keine schnelle Runde vorhin. Ja. Alles gut. Oha. Wäre eine geworden, ey. Wäre eine geworden, genau. Wäre eine geworden, ja. Ja eine. Oh nein. Scheiße. Alles gut. Hab nicht viel Zeit verloren. Jetzt verliert er gerade Zeit, weil er hinter mir fährt. Verlassen, wie er sich auf dieser Strecke gelernt hat. Das ist ganz seltsam. Zum Glück habe ich nicht viel gelernt. Ne? So, ich dachte, wir haben Reifenverschleiß aus im Training. Nee, nur bei Gruppe 2. Wer ist das denn? Ja. Das Biest in dir. Wer fehlt denn? Wir waren doch voll eigentlich. Jonas. Ach, der Jonas.
TK hat abgesagt. Mhm. Ah, ja, dann bist du ja reingekommen. Ja, genau. Ist mit ja. Egal, ob ich mit Setup fahre oder nicht, dass ich so komplett andere Bremspunkte habe. Ich erkenne das Spiel nicht wieder. Schaden leicht oder auch schon schwer? Nee, schwer. Ah. Okay. Mach's aus. Du hast einen Start. Qualifying zu Ende. So, Sektor 2 sammeln. Ja. Auch stumm geschaltet, ich meine, die Bremse so elendig doof. Das sieht man noch nicht geölt. doch, die sind gefettet. Ich hab mal nachgedacht, ich hatte bloß keinen Bock, alles nochmal auseinanderzuschrauben, zu schauen, woran es jetzt liegt. Vielleicht ist aber auch die Bremsfeder, ja, das langsam hier zeitlich ist, segnet. Was eigentlich nicht sein darf. Guck sie dir an, einer hübscher als der andere. Hey, hey, hey. Schon mal zur Wand. Los geht's! Mit Einführungsrunde, ne? Nee, ohne.
Kannst ja gerne eine machen, Ralf. Kiste hier, holla die Waldfee. Bring mich mal. Nein, nicht Chris. Nur alle, nur nicht er. Und was mache ich denn? Kalle ist auf YouTube dabei. Hallo Kalle. Oh, da leuchten sie fröhlich vor sich hin. Hier einfach immer die unglaubliche Beschleunigung von AMG den Hintern, weil dann kurve ich so langsam. Oh Gott. Nein, Lucy. Ja, Kalle ist im Chat ganz verwundert, dass Alex auf Platz 1 ist und nicht Norman. Was ist da los? Ja, der Norm, der klebt mir aber auf jeden Fall im Heck hier, ne? Und spart Sprit. Oh, war die... Ja, Alter, war die Kurve schon immer so weit? Eieiei. So, Calvin, das hast du jetzt auch wirklich verdient. Wo habe ich denn die Zeitstrafe jetzt hier? Ja. Strecke auch so gut los. Der Zettel auf einmal her.
auf der Straße. Das ist verdächtig, ne? Was ist hier los? So, Kalle fragt gerade auf YouTube, ob Axel bzw. Alex ein neues Mitglied ist. Ja, ich glaube Axel oder Alex, du warst noch nicht so lange so oft mit dabei, ne? Genau. Also ich bin jetzt, glaube ich, seit 2 oder 3 Wochen, 4 Wochen vielleicht dabei. Und fühle mich sehr wohl, auf jeden Fall. Genau die richtige Antwort. Ja, schön, dass du dabei bist. Cool, willkommen. Danke. Steffen! Boah, Kurvenausgang bin ich richtig schlecht, da verliere ich richtig viel Zeit. Kalle freut sich auch mal wieder in Walkenhorst auf der Strecke zu sehen. Die Good Old Wipes. Das ist ein schönes Auto. Bin ich auch sehr lange, sehr gerne gefahren. Oh, Dennis. Klaus alias Killhill schickt ein paar Grüße über den Chat. Hallo Klaus, schön, dass du reinschaust.
Norman an Alex vorbeigezogen. Achso, Herr Kalle, ich sag ständig Alex, da steht Axel, aber er heißt Alex. Deswegen, ich verwirre das. So, jetzt mal ein bisschen Konzentration. Da geht noch was. Steffen freut sich auch, wenn er ein bisschen Druck von hinten kriegt, ne? Du dir auch keine ernsthaften Sorgen machen. Einfach auf die harten Reifen und ohne Setup und dann läuft das hier wieder. Ist auch geil, wie man eine Zeitstrafe bekommt, wenn man zu weit rauskommt. Das ist der totale Zeitvorteil.
an. Das ist aber kein gutes Zeichen, wenn Frank solche Getränke, solche Geräusche macht, ne? Ich verzweifle gerade an Daniel. Ich verzweifle gerade an mir selber. Endgamer schaut auf Twitch rein. Hallo, welcome back. Schön, dass du dabei bist. Oh mein Gott. Schaden noch schwer. Mhm. Jo. Muss ich gerade leidvoll erfahren. Telefon. Das Setup klappt einfach gar nichts. Es ist einfach nur eine Katastrophe. Ich fahre jetzt meinen zweiten Stint mit kaputtem Hexboiler. Auch nicht optimal, ne?
Fuck. Heute Zeit schlafen, das ist unglaublich. Mal Strafe. Bing, bing. Das ist echt krass, oder? Box erst raus, ja, ein bisschen mehr Beschleunigung, ne? Ja, oh. Und Windschatten. Aber ich komme mit Platten, mach ich nicht weg. Was ist denn los? Das ist einfach, deine Karosserie ist so aerodynamisch, dass sie sogar den Windschatten durchlässt. Zeitstrafe, na gut. Fährst du euch noch mit Controller, Chris? Nee. Fährst du zu sauber, zu ruhig, ne? Außer die erste, in der ersten Runde. Der Wagen übersteuert so extrem, dass ich die einfach nicht aus der Schule rauskriege. Entschuldigung, Daniel. Sorry. Alles gut. Dachte, ich probier's mal.
Was steht der Kurve? Das Problem ist auf der Geraden mit das Unnütz. Ja. Da kann ich mich noch so gut positionieren. Es wird nichts. Fahr ich mir denn hier gerade von der Scheiße zusammen? Ja, willkommen im Club. Während des Rennens einfach ganz automatisch die Zeitstrafe abbaut. Das ist nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass man besonders schnell ist, ne? Wenn ich einkurve, schaltet man die sowieso ab, haut man die sowieso ab, weil... Ich denke mal, das macht. Krass. Ich hab sie fast wieder abgebaut, die Zeitstrafe. Und wieder eine Sekunde oben drauf. Fantastisch. Ist das ein Mist, ey. Das sind echt Millimeter, die darüber entscheiden, ne? Es ist. Aber gefühlt kriege ich auch wirklich keine einzige Kurve heute hin. Einfach das Auto abstellen, das hilft vielleicht. Geht doch. Oh, hin. Frank, was machst du da hinten? Oh, vorne mal in der Box. Ach ja, dann schade. Nochmal Hallo sagen. Patrick hat sie gedreht.
genau die Art Rennen, die ich überhaupt nicht mag. 10 Sekunden nach vorne, 10 Sekunden nach hinten. Fährt so einsam vor sich hin. Aber die Landschaft ist schön. Ach komm. Dass das geht, dass man die so weit abkürzen kann. Schmeißt sich ins Eck.
1,28. Uiuiuiui, wo kommen die denn her? Out of nowhere. Gut, Steffen. Im letzten Sekt habe ich jetzt so viel Zeit. Oh, Steffen. Komm schon, ernsthaft jetzt. Thank you.
Sehr, sehr stark, Norman. Sehr, sehr stark. Dafür, dass du Erster geworden bist, hast du ganz schön viel gejammert, ne? Ja. Norman ist schneller. Norman ist schneller. Herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht. Ja, Glückwunsch ans Podium. Boah, jetzt ist mir warm. Der Abstand zwischen euch beiden ist auch echt mega gering. Boah, Glückwunsch ans Podium. Huch. Keiner, der keine Fragen hatte. Wie geil ist das denn? Krass. Das ist echt krass. Ah. Zum Glück ist das vorbei. Das war echt langweilig. Zumindest da, wo ich rumgeguckt bin. Bei mir war es genau das Gegenteil. Ich hatte immer Betrieb. Immer Action. Siehst du? Mhm. Nee, das war bei mir ein bisschen traurig, bis traurig auch zuzugucken. Und ja, aber ich habe schon gesehen, da vorne waren einige interessante Dogfights dabei. Aber ihr wolltet ja nicht warten, ne? Gut. Ich bin ja nur an dir vorbeigefahren, Ralf, ne? Hättest du ja nicht dranhängen müssen. Ich hab mich gewundert, dass du mich diesmal nicht abgeschossen hast. Aber, ja. Boah, auf jeden Fall. Das ist echt nachtragend. Ach, nö. Nachtragend nicht. Manchmal ein bisschen rachesüchtig, aber nicht nachtragend. So. Ja, nee, ich hab noch keine Lust mehr. trotzdem für die Handvoll Tapfere, die mit dabei gewesen sind, vielen, vielen Dank dafür. Und ab nächster Woche gibt es eine kleine Änderung. Wir starten nämlich für die restliche Saison GT2 und GT3 eine halbe Stunde später. Dann geht das Rennen um 20.30 Uhr los, hatten wir heute uns entschieden. Das entschlackt das Ganze nochmal ein bisschen. Macht es dann nicht zu spät, dass es nicht irgendwie weit nach 10 wird, aber 8 ist dann für den einen oder anderen inklusive mir dann oft ein bisschen stressig und deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen 20.30 Uhr, das ist eine ganz gute Zwischenlösung. Und ansonsten kommt die Woche bestimmt auch noch irgendwas anderes. Schauen wir mal, wir lassen uns inspirieren. Ich wünsche euch einen schönen Restabend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tito. Tschüss. Ciao.